gerade auf Anschlag. Mein Knie ist auf Anschlag, Digga. Aga. Aga, ich feier Kollege auf Bundesmorgen. Ja. So, wir sind da, 7er Straße, die berühmte Garage, wo die Spieler rauskommen sollten nach dem Training. Und hier, behind the scenes, seht ihr das Video, was ihr schon gesehen habt. Ihr wisst nicht, wie schwer es ist, Straßenumfragen zu drehen. Das hätten wir niemals gedacht. Vor allem in München. Vor allem ja, in Mann. München, wirklich. Ey, wir fragen. Du kriegst nur nein. Alpay, dein Fazit zu München. München? Ja. Die Leute haben keinen Bock zu reden. Es ist kalt. Die Stadt ist an sich schön. Aber ja, contenttechnisch ein bisschen kritisch. Wir hätten nach Frankfurt gehen sollen, zu den ganzen Assis. Denkst du, es liegt echt an der Stadt, Bro? Wir haben auch Pech, weil jeden, den wir gefragt haben, gefühlt, also viele waren auch Touris. Ja, sind sehr viele Touris. Ja, die antworten auf Englisch. Da war irgendein Irish Pop-Sänger, der auf einmal, yeah, cheers, man, bla, 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 auf einmal so redet mit der. Wir sind ungefähr um 0 Uhr sind wir dann in Mailand, weil wir hier so lange rumeiern. So, Mission München erledigt. Zum Teil. Ja, wir kommen nochmal, aber jetzt geht's ab nach Mailand. Mal muss hier noch das Video schneiden, damit ihr das morgen auch pünktlich vor dem Galaspiel zu sehen bekommt. Yes! Also ja. Wirklich, klar ist eine geile Reise, aber auch viel, ne? Der Hustle ist real. Krasses Spiel für die Autofahrt, falls ihr mal unterwegs seid. Wenn einer von euch furzt, macht einen Among Us Spiel draus, Jungs. Das haben wir vorhin gemacht. Ich hab Auftrag gefurzt und dann mussten wir herausfinden, wer gefurzt hat. Und geil, wer war's? Aber wer war's? Das Lustige, am Ende war es die Luft, Digga. Es war keiner anscheinend. Und es kam von draußen oder so. Es war keiner. Ja, hier war's. Soll nicht war ich das. Ich sag immer den Klaren. Alter. Ich denke auch, das Auto. Ich sag, Julis Mund hat einfach gestorben. Auf alle Fälle, wir fahren jetzt noch ein kleines Weilchen durch die Schweiz. Und dann hoffen wir, dass wir so gegen 3 Uhr in Mailand ankommen werden. Wir sind ungefähr um 0 Uhr sind wir dann in Mailand, weil wir hier so lange rumeiern. One Touch, kennt ihr alle das Format? Mal du gegen Alisha Lehmann im One Touch, wer wird den gewinnen? Es gibt bis 1 K.O.-Phase so. Kannst du für die Überraschung sorgen oder denkst du? Mit Wildcard vielleicht. Wildcard so vielleicht, Samardo. Ganz ehrlich? Sei ehrlich, Bro. Ganz ehrlich? Im Spiel würdest du mich auseinandernehmen. Nein, One Touch, One Touch. Ja, sag ich nicht. Don't scream. Digga, hör auf damit, Bruder. Scheiße, so modrig. Digga. Komm, mach einmal. Oh, nicht bei Kurve. Oh, hallo, Mann. Bei Kurve, Digga, bist du blöd. Bei Kurve, Digga. Ja, doch, das kommt Kurva. Nicht. Kurva, Chechen, Rob. Baba. Digga. Habt ihr auch kurz gesehen? Alter, Freunde. Die sind einfach fette Schneehaufen. Wir sind in der Schweiz oder Italien, muss ich mir sagen. Schweiz an der Grenze. Wer ist der Nudi, ne? Straßenschwellungen wegen zu viel Schnee oder was weiß ich. Altra Possibilità non c'è, ne? War beendet. Hast du jetzt Bock auf eine Schneeballschlacht? Digga, wär schon lustig. Tunnelarbeiten. Wir stecken fest mitten in der Schweiz, 60 Kilometer vor Lugano. Es ist kurz nach 1. Wir hätten um 22:30 Uhr einchecken sollen. Wir kommen wahrscheinlich um 4 Uhr an. Wir sind ungefähr um 0 Uhr sind wir dann in Mailand, weil wir hier so lange rumeiern. Ja, es ist arschkalt, hier liegt Schnee. Hab ich auch nicht erwartet. Ja, und das ist halt alles für euch. Alles für euch. Content wisst ihr. Fahrt durch die Schweiz, fahrt durch Innsbruck, fahrt durch Österreich. So, wir sind bei der besagten Absperrung. Er hat gerade vor unserer Nase dieses Ding da aufgemacht, hochgezogen und dann LKW durchgelassen. Von der Deutschen Post mit der Begründung, die Post muss früh ankommen. Ja, Digga, wir müssen auch früh ankommen. Es tut sich nichts, gar nichts. Wir stehen immer noch an der Border hier. Aber wir haben die Pop-Position, Bruder. Wir stehen in erster Linie. Digga, also ich denke mal, wir werden das Ding für uns entscheiden. So, Status-Update. Es ist, die Borderline wurde gezogen. Wir konnten jetzt einen Schritt machen. In 5 Minuten kommt ein Auto, was uns abholen wird. Und wir haben die Pop-Position. Sehr komisch, noch nie sowas erlebt irgendwie. Überhaupt noch mit Lugano oder Milano? Ja, aber wir müssen ja Richtung Lugano. Sei scheiße. Bitte 7 Kilometer der Straße folgen. Scusa? Bitte 7 Kilometer der Straße folgen. Direzione Milano? Di qua? Grazie. Grazie mille. Danke, Digga. Aber warum sagt Ding? Unser Navi sagt was anderes. Unser Drecks-Navi, ey. Ich war schon die ganze Zeit nach Schilder, Bruder.
Ey, war die Katastrophe. Alle voll gut. Ich hab die gerade gerettet. Da wollen wir gar nicht nachdenken. Weil wir die ganze Zeit die Pole Position hatten, dachten alle hier, wir sind Safety Car geworden. Die Samariter, Digga. Ich fahr jetzt so. Folgt mir, Mann, folgt mir, Alter. Fahrenblinker an noch. Folgt mir, Alter. Folgt mir, Alter. Ich bin links, Digga. Folgt uns mal schön, Digga. Folgt uns mal, Digga. Lelele. Wetterbrief. Was? Wiederhol mal. Noch 9 Minuten. Das ist wirklich ein falscher Adressierer. Ich da. Alter, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr, Digga. Okay. Ich lach mal. Ich kann nicht mehr ohne meine Nerven. Es ist 5:30. Das kannst du da lassen, Bro. So. Wir sind endlich angekommen. Wie fühlst du dich, Bro? Beschissen, Bro. Stimmt, wären wir nach Türkei gefahren, ohne Scheiß. Bro, wir wären schneller angekommen in Türkei. Ja, 100%. So, Freunde, wir sind da. Endlich, heute um 5 Uhr morgens. Das ist unser... Mach mal Licht an. Ja, Apartment, klein, aber fein. Wir sind hier nicht mal lang. Hier Dusche, Bad hier. Sieht ein kaputter Mensch nach 12 Stunden Fahrt aus. Also auch komplett am Ende, sowohl mental als auch körperlich. Hier ist mein Arbeit. Das wird Küche und Bett Nummer 1. Und das ist das zweite Bett. Und wir wollen jetzt eigentlich auch nur schlafen gehen. Deswegen diese Trap-Roomtour. Aber wichtiger, clear, cluck. Wer schläft wo? Clear, klar, cluck. Clear, klar, cluck. Clear, klar, cluck. Ja. Nein, ja. Ab in die Hundehütte, Alter. So. Wir haben uns, glaube ich, ein bisschen erholt von der gestrigen Fahrt. Dieser Tortur, Alter. So ein bisschen. Und jetzt machen wir Mailand unsicher. Die wir sind schon bereit. Heute wird es ein fettes Five-Konzert für Donnarumma geben. Alper, wie? Ja, Mann. Übt schon mal. Alter, nicht in mir kommen, Digga. Wir sind schon am Üben, es wird noch besser bis am Pfiff. Wie nah sie am Lenkrad sitzt. Alter, wie kann man so Auto fahren, ja? Was machst du, ja? Da gibt's richtig Stress. Mach mal auch Platz. Arme, Digga, Alter, fertig. Coglioni! Guarda bene la strada, prima che guida. So, angekommen jetzt im Zentrum, im Herzen Mailands. Es sind schon einige Leute unterwegs. Eine sehr reiche Stadt. Schaut mal ganz kurz, damit ihr versteht, Freunde, hier, was sowas in dieser Halle kostet, okay? Nur kurz die Preise zeigen. Risotto 35, keine Ahnung, hier 30er. Fisch 46, Pasta 35, Fleisch 40er. Das Salat, ne? Das Salat, ja. Schau, eine Pizza Margarita 18 Euro, Stani. Burger, Club Sandwich 32. Tiramisu, Jungs, 19 Euro. Chickenburger 29. Aber der Laden ist voll, den Leuten scheint es gut zu gehen. Das ist die reichste Stadt Italiens, Digga. Sehr bekanntes Teil. Das italienische Bazar ist zu, weißt? Unsere machen so Standi-Ding und die machen halt so. Was ein Koloss. Einfach riesig. So, Julie hat uns zu einem Laden geführt. Kaffee Napoli. Hier soll es was geben? Kaffee, und zwar den hier. Mit Pistazie. Ja. Kaffee Pistazie. Bin ich so der Kaffeeliebhaber. Aber mal schauen. Okay. Ich liebe Kaffee. Uno. Grazie. Due. Tre. E quattro. Grazie. Grazie. Hoppa! Weg ist er, Alter. Boah, Digga. So, Juli, was ist im Hinspiel passiert? Warum ist die Stimmung überhaupt so heiß? Warum kam es heute früh zur Auseinandersetzung? Also, kurze Aufklärung. Im Hinspiel wurde eine Choreo gezeigt von den Paris-Fans. By the way, Paris-Ultras, krasse Ultras. Es ist jetzt nicht so wie bei City, nur weil die so ein Scheichverein sind. Nee, nee. Die haben auf jeden Fall viel Tradition und History.
Pariser Ultras haben von der einen Kurve auf die andere Kurve eine Choreo gemacht. Sah auch krass aus. Linke Kurve war ein Mann mit einer Waffe, der so gezielt hat. Und auf der rechten Kurve war so ein Teufel und das ist halt so das Milan-Symbol. Und quasi Pariser erschießen Mailand-mäßig. Und boah, es gab deswegen auch heute schon Fetzerei jetzt in Mailand. 50 Ultras von Milan gegen Pariser, Messerstechereien. Polizisten verletzt, Fans verletzt, aber zum Glück keine Lebensgefahr. Und hier haben sich jetzt auf einmal sehr viele Menschen versammelt, große Polizeipräsenz. Also es könnte jederzeit irgendwo zu Randalen kommen, aber ja. Ich denke jetzt nicht, dass mitten im Zentrum irgendwelche Krawalle sein sollten, weil hier ist Militär alles. Hier ist Militär und das denke ich nicht. Aber es ist eine, ich spüre eine Stimme, es ist was in der Luft, Digga. Ich merke, dass was in der Luft ist. So. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es heute Abend wird. Ich bin geisteskrank aufgeregt. Freunde, diese Stadt Mailand ist so wunderschön. Also ich habe noch nie eine schönere Innenstadt gesehen. Wirklich die Gebäude, die Architektur, die Läden, einfach nur Ästhetik pur. Alpay, deine Meinung zu Mailand, Bro? Mailand brutal, ich schwör's. Jede Ecke ist einfach einzigartig, total schön. Ja. Bro, damals, die Leute haben von Architektur verstanden, Digga. Jetzt, wir machen nur noch so Schwachsinn-Architektur. Ich schwör's dir, Mann. Aber richtig krass, Mailand. Assassin's Creed Flashback. So, Freunde, es geht jetzt los Richtung Stadion. Davor gibt es noch eine kleine Stärkung. Wir sind an sich mit den Dreharbeiten jetzt hier durch und ja, gebt euch mal diese wunderschöne Halle. Extrem ästhetisch, sehr, sehr schön. Oh Mann, erstes Mal Champions League im San Siro, besser geht's nicht. Besser geht es gar nicht mehr. Ich bin selbst als neutraler Fan für dieses Spiel so gehypt. Ey, Jungs. Und wow. Glaubt ihr mir, wenn ich sage, ich wäre gerade gern auch ein neutraler Fan, Digga? Glaube ich dir ein bisschen. Ich würde es einfach gerne so genießen, ohne diese... So, dass mir das Ergebnis egal wäre. Digga, wir spielen nicht gegen irgendjemanden morgen. Schau dir die an. Wir haben so ein Selbstbewusstsein. Wir haben so viele Leute befragt. Sagen alle 4-0, 3-0, 3-0, 3-0. Hoffentlich wird es den Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja, ich bin sehr aufgeregt, Digga. Sehr aufgeregt. Aber 4 Stunden geht's los. 4 Stunden. So, wir sind auf dem Weg ins Stadion, Freunde. Helikopter überall. Man merkt, heute ist was in der Luft. Wortwörtlich. Ja, Mann, gleich sind wir vor dem berühmten Giuseppe Meazza in San Siro. Freunde, eure Predictions jetzt in die Kommentare, genau jetzt. Aber nee, das Spiel ist ja schon vorbei. Vergiss das mal ganz schnell. Ja, Freunde. San Siro Stadion. Jetzt geht's los. Jetzt macht mal Stimmung! Und dann Rafa Leao, der trifft doch heute, oder? So, jetzt holen wir noch ein Matchall. Ganz wichtig, einfach für die Erinnerung. Und es könnte heute auch kalt werden, so ist nicht, ne? 20 für den Schal? Ja, 20 natürlich, die Erinnerung. Da machen sie ihre Kneten. Oder? Lass uns gif. Danke, grazie. Du hast uns die Hosen ausgezogen. Grazie, ciao. Ich nehme auch noch eine. Mach mal auf, Juli, komm her. Zeig mal das Ding. Ist es 20 Euro wert? Offizieller Match ist ein Outfit wert. Boah! Lauter! And on the podcast, you feel me on the guai. Unica amore, non t'ho tradito mai. Digga, was für Fans, ja. Warte, ich versuch was anderes, Bro. Da sind wir. Was ein Oschi. Was ein Oschi, Digga. Für wen bist du, Bro? Für wen bist du? Milan, Bro. Echt, für Milan? Schon seit Kind auf, Bro. Nein. Ich hab echt die Ibrahimovic-Trikot daheim. Du bist doch Inter-Fan. Aber ich bin eigentlich Inter-Fan. Wegen. Da knallt's, Digga. Heute kann's nur knallen. Es wird immer voller. Die ganze Zeit Explosionen, die ich bis jetzt noch nicht auf der Kamera drauf habe, aber es knallt die ganze Zeit. Bam, bam, bam. Digga. Ja, da hat man wieder was gehört. Das war noch einer der leiseren.
ein Milan- oder Inter-Fan. Heute beide für Milan, hoffe ich doch. Mal? Okay, okay, verstehe. Noch ein Inter-Fan, Marek. Jungs, Forza Milan. Okay, stark. Okay. 3-0, Jungs, 3-0, Leute. Wie schmeckt's, Lan? Fast schon. Tiefkühl. Tiefkühl. Direkt in Italien. Ich habe vor Pizza Pommes gegessen. Noch keine Pizza gegessen. Stabil, ey. Bro. Richtig geil. Freunde, ist es normal, dass seit einer Stunde dieser Heli fliegt und fliegt und fliegt? Was ist seine Mission? Kurze Zusammenfassung. Wir sind jetzt da, San Siro. Es ist für viele das erste Mal. Mein erstes Spiel Champions League. Alpay sein erstes Spiel Champions League. All sein erstes Spiel Champions League. Und für den Rest, außer mir, war es das erste Mal San Siro. Ich glaube, die Vorzeichen stehen blendend. Milan muss gewinnen. Muss. So sind sie raus. Und gleichzeitig muss Paris auch gewinnen, um so gut wie sicher im Achtelfinale zu sein. Das heißt, Milan muss auf Sieg spielen. Das ist schon mal gut. Das heißt, die Partie wird geil. Außerdem werden sich dadurch aber Räume bilden. Das heißt, dieser Ninja Turtle, nicht von dem ich rede, wird Räume haben, Mann. Der wird scheiß Räume haben. So. So, es ist eigentlich alles gesagt. Wir gehen jetzt rein. Prediction? Prediction werde ich keine geben, weil ich habe keine Ahnung. Die Fans sind drin, das ist heiß, es geht jetzt los. Jetzt geht's los. Es geht verdammt nochmal los! Wir sind da. Wir haben es geschafft. Mein Gott. Verdammte Kacke. Oh, seht ihr das? Choreo. Ja. Bruder, was ist das? Also das sind unsere Plätze hier? Ja, hier. Gibt's bessere Plätze? Schaut euch das an. Geile Plätze, ja. Weil? Das ist der beste Skin ever, Bro. Krass, ne? Oh, sprachlos, wirklich crazy, Digga. Wow. Unvergleichbar. Ich möchte gar nicht sagen, beste Stadion oder so, überhaupt nicht, aber unvergleichbar. Wahrscheinlich wie jedes Stadion auch, aber egal welches Stadion, dieser erste Blick ist was anderes. Warum kommt? Gänsehaut, ich schwör auf alle, ich hab so Gänsehaut. Schaut das an, Digga! Erste Mal Champions League! So, ein paar Infos zum AC Milan. Gründungsjahr, Spitzname sozusagen. 19 Mal Serie A gewonnen, 5 Mal in der Pokal. Ja, das ist der glorreiche AC Milan. Signore e signori, benvenuti alla UEFA Champions League. Ja, Milan in der Champions League bis jetzt wirklich enttäuschend. Noch kein Tor, zwei Unentschieden, einige Niederlage. Das muss euch besser werden, auf jeden Fall. Paris dagegen, eigentlich sehr souverän, einmal komplett gepatzt, aber dafür 6 Punkte mit 2 Siegen. Das wird wirklich hart. Beide müssen gewinnen, Milan aber noch mehr. Deswegen wirklich, er hat ja vorne gespielt. Hier, sehen Sie die Gruppe. Paris auf 1, Dortmund führt gerade 1-0 zu Hause in Newcastle. Ja, es sieht echt nicht gut aus für Milan. Sie müssen heute gewinnen. Wollen Sie mit Disco oder Champions League? Okay, interessant. Die Disco. Oh mein Gott! Willkommen im San Siro, herzlich willkommen! Digga!
Milan kann nicht verlieren mit dieser Kulisse. Ich glaube, es ist eine magische Nacht für diese Mannschaft. Ich glaube wirklich daran. Ich tippe, aber es wird hart. 3-2 ist mein Tipp. Die Matrix, Jungs! Crazy, Jungs, crazy! Was sehe ich gerade, ja? Champions League Spiel. Ja, aber. Digga, viel zu einfach, viel zu einfach. Ein Ex-Interspieler. Digga, ausgerechnet ein Inter-Ex-Spieler, Bro. Was sagst du dazu? Yeah!
heute Bock zu zocken, Digga. Foul. So, ich mache jetzt wieder eine Tour durch das Stadion von der Südkurve rüber zur Nordkurve wieder. Oder ich chill auf irgendeiner Treppe und schaue es mir von dort an. Aber gerade bin ich hier. Und ja, lauf einfach mal durch. So, wir laufen hier durch. Walk through durchs Stadion, ey. Du musst 100 Meter laufen. So. Wir haben es fast geschafft. So. Wir laufen weiter und weiter. Vielleicht schnappe ich mir irgendeinen anderen Platz. Wenn ich einen bekomme, schnapp ich mir einen anderen. Ah, shit, hier ist zu. Kann ich hier schnell durch, mal schauen. Uiuiui. Einfach durchlaufen. Ohne viel Faxen. Wir haben eine Kamera in der Hand. Scooter. Einfach mit Scooters. Ich werd verfolgt, Digga, ich werd verfolgt. Vielleicht passiert gleich ein Tor. Lauf mal schneller, ey. Erste Reihe. Außerhalb von dem Club zur Musik tanzen, Digga. Wir sind so arm, wir müssen hier feiern, Digga. Wir sind so arm, Digga. Schau mal, da geht die Party, bis wir nicht später.
In diesem Sinne. Auf alle Fälle. Was wir eigentlich sagen wollen, ist vielen Dank, dass wir heute dieses Erlebnis machen durften. Es hat echt mies Spaß gemacht. Und ja, das war's mit dem Video. War ein verrückter Vlog, Digga. Die letzten Stunden waren geisteskrank. Also alles. Ja, auch Schweiz. Die neue Schweiz. Ich sag mal so, der erste Tag war kompletter Horror. Müll. Der zweite war umso schöner. Digga, ich fass mal zusammen. Ich habe gesagt, als wir Ende deutsche Autobahn waren, kurz vor Grenzübergang, habe ich gesagt, Jungs, ihr glaubt gar nicht, wie filmig die Schweiz wird. Das glaubt ihr gar nicht. Wusst ihr gar nicht. War zu recht, Bro. Und dann habe ich gesagt, alles scheiße, aber morgen kannst du besser werden. Und Digga, gucken wir uns an, wir tanzen hier draußen, Bruder, weil wir kein Geld haben. Ja. Aber ist okay, war ein super Tag. War super Tag, ich habe keine Stimme mehr. Ist alle. Ist alle, Jungs, danke. Fleisch alle. Bleib gesund. Ciao. Gute Nacht.